Oh nein, ihr sind die Letzten. Und das langt. Diesen zwei bin ich dran. Fertig. Fertig. Oh. Jetzt kriege ich schon Herzklopfen, heitere Fahne. Über das Entlebuch fliegen an einem Gleitschirm. Für die einen ein absoluter Traum. Für jemanden mit Höhenangst ein ziemlicher Stress. Ich habe noch Schiss. Genau das erwartet der Salar am heutigen Tag. Am Morgen hat er von seinem Glück allerdings noch nichts gewusst. Morgen miteinander. Fabian hat mir eigentlich wirklich gar nichts gesagt. Sie hat nur gesagt, Salar. Ich habe ihn gefragt, so, hey, schaffe ich das? Dann sagt sie, Salar, du schaffst das. Was lachst du? Ich mache keine Bungee-Jumps da. Ich sage das, du musst gar nicht grinsen. Gleitschirm fliegen, das habe ich schon einmal gemacht. Das müsste ich jetzt gerade nicht mehr haben. Da war ich viel jünger. Weil die Schnürchen sind so dünn. Ja, vor allem haben wir nicht gerne so Überraschungen. Ah, unsere Sendung. Wenn ich dann noch lebe, bin ich auch dabei. Die Mitarbeiter von der Gondel aufs Brienzer Rothorn spielen perfekt mit und bringen den Salar auf eine falsche Fährte. Morgen miteinander. Morgen. Jetzt ist natürlich da mit dem Bahnbetrieb haben wir natürlich halt ein bisschen Einschränkungen, oder? Wir fahren da zwischendrin mit Unterlast. Die Stützen beliefern. 1, 2 und 3 werden frisch gemacht. Wir wünschen allen zusammen einen schönen Aufenthalt auf dem Rothorn. Geniesst es. Weißt du schon, was geschlagen hat jetzt? Da turnen wir irgendwelche Masten umeinander. Ich freue mich jetzt nicht gerade, aber ich sage, wenigstens habe ich da irgendwo vielleicht noch, habe ich die Hoffnung noch, dass ich mich heben kann und nicht ganz in der Luft bin. Aber ich freue mich jetzt wirklich nicht gerade. Ein bisschen feucht sind es geworden. Wirklich. Nein. Ich gerne so Zeug, aber das Einzige, was mich rettet, ist, ihr müsst ja filmen. Das ist so schlimm, dass nicht zu jemandem mitkommen. Du vor allem. Du mit dem Ton. Chuck Norris. Ja. Aber auch beim Halt am nächsten Mast muss niemand aussteigen. Herzklopfen. Gehen wir wieder durch ab, irgendwie anders, oder was? Nein, das Billett ist ein. Hey, nein. Eben, der Gleitschirm. Jetzt war ich schon erleichtert, dass wir hier oben sind. Aber jetzt kommt der Gleitschirm ins Spiel. Vor allem, wenn du sagst One-Way-Ticket. Ich hoffe, es ist nicht ein One-Way-Ticket zu Sarg. Nur schon nach der Gondelfahrt ist der Salar nudelfertig. Und die Challenge hat noch nicht einmal angefangen. Seit ich wieder festen Boden unter meinen Füßen habe, geht es ein bisschen besser. Ich hangle mich von Punkt zu Punkt. Also ich erwarte, dass jetzt noch etwas bevorsteht. Was, weiß ich nicht. Ich habe immer noch Angst, dass es ein Gleitschirmflug wird sein. Aber vielleicht bin ich da komplett falsch. Nein, Salar, das Mal hast du recht. Oh nein, ihr sind die Letzten. Ihr seid wirklich fies. Das ist einfach, wenn man das Maul zu weit aufmacht, wie ich, wo gesagt habe, man könnte mal eine Challenge machen, die einem wirklich ein bisschen fordert. Das fordert mich. Es passiert nämlich immer wieder Unfälle mit so Dingen. Hoi. Salut. Adrian. Salar. Auch du einfach. Auch du, Salar, freut mich. Wie lange fliegst du schon? Lang genug, dass ich das kann. Sicher, ja. Gute Antwort. Und der Schirm ist genug jung, dass er das auch noch kann. Das kann er, ja. Kommst mit. Jetzt da Nein sagen, ist aber schwierig. Weißt, mit der Kamera, das ist immer so eine Sache. Dann macht man ein bisschen mehr, als einem gerade wohl ist. Aber wenn du mir sagst, das kommt gut heute, es ist ein guter Tag zum Fliegen. Ja, das ist wirklich, also, wenn ich den Wind wählen darf. Würde ich den wählen, den wir jetzt haben. Und unter uns hunderte von Metern? Ja. Höhe gleich Sicherheit. Je höher du bist, je mehr sicher bist du am Stimmt, Menschen. Dann stirbst du schneller, wenn du wirklich rumlangst. Genau. Nein, das kommt gut. Also komm. Ja, ich mache mit. Wow, schon ein bisschen Herzklopfen jetzt. Muss ich nicht. Ein bisschen, das ist gut. Jetzt gehen wir dann bald. Ja. Und der Helm ist eigentlich so ein bisschen fürs Gefühl, der bringt nicht viel. Genau, richtig. Lustigerweise bin ich eigentlich recht ruhig. Ich weiß nicht, ob das noch ändert. Ich glaube, es ist einfach in der Luft, dann wird es mir nicht ganz so gut gehen. Oh.
Jetzt kriege ich schon Herzklopfen, heitere Fahne. Du. Und das langt. Diesen zwei bin ich dran. Fertig. Fertig. Klick ist gut, perfekt. Passt. Alles klar? Ja. Und also gut. Also, wir gehen 1, 2, 3 laufen. Komm, springen, springen, springen. Und dann geht's los. Guten Flug. Wunderlich hier. Kommst du mit? Ja. Sehr perfekt, wie schnell es gegangen ist. Yes! Schon sehr schön. Ich brauche noch ein bisschen Zeit, um mich daran zu gewöhnen. Aber schlecht werden, sehe ich es, gell? Ja, nein, ich habe nur Schiss. Ein bisschen Schiss, aber es ist alles gut. Erledigt. Ja, sehr schön. Nein, das ist langsam besser. Ich muss mich daran gewöhnen. Ist das gerade vorne? Ja, ist sehr schön. Wow. Ja, siehst du, jetzt spanne ich mich langsam. Ich habe richtig den Krampf in den Pfoten. Aber das vom Heben gehabt und jetzt ist gut. Sehr schön. Das mache ich glaube nicht das letzte Mal. Hast du mich verwünscht? Gell? Ja. Oh, das ist geil. Yes! Sehr schön. Die Hände soll ich vorne oder da drin lassen? Drinnen lassen die Hände oder vorne? Stellen wir ab. Yes! Ah, du. Geiler Sieg. Du hast Spass gemacht. Super gewesen. Hey. Am Anfang hatte ich Schiss gehabt, ganz verkrampfte Hände hatte ich. Und dann auf einmal hat es einfach Freude gemacht. Ich muss sich gehen lassen. Man muss einfach immer wieder neue Sachen probieren im Leben. Es hat riesen Spass gemacht. Es war wunderschön gewesen, wirklich, um hier zu fliegen. So eine schöne Region, so einen schönen Flug. Ich habe ganz viel Adrenalin gehört. Das ist gut. Er hat das auch gut gemacht. Also er ist super gestartet und jetzt im Landen sogar gestanden. Also yes! Schafft nicht jeder. Cool. Ja, schön. Hey.